Oh, es tut mir so leid, dass sie sich den Magen verdorben hat. Nein, du bist vor der Toilette? Girl, wir haben doch keine Badewanne. Hi und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge unserer Ranch Renovation Challenge. Wir haben Alessia in unsere Ranch gesteckt. Wir haben eine Ranch aus der Galerie genommen, die du unter Hashtag Simsabine Ranch Reno findest. Wir haben die Ranch von Anni genommen und sie ist fantastisch. Die Community hat entschieden, die passt am besten zu uns. Ich habe dir in einem eigenen Video die ganzen Regeln der Challenge vorgestellt. Würde sagen, wir starten jetzt rein mit Alessia. Sie ist genau da, wo die Challenge beginnt. Sie ist in der Nacht hingestolpert, hat sich dort ins Bett gelegt und wird jetzt dort aufwachen und sich denken, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Und damit starten wir rein in unsere neue Challenge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und sage, let's go. So, es ist bei Alessia 4.19 Uhr in der Früh. Alessia liegt im Bett. Sie hat sich hier auf unserer Ranch nachts reingeschlichen. Sie hat sich hier irgendwie... ist sie so reingestolpert und hat sich gedacht, oh Mist, ich weiß nicht, hoffentlich da wohnt wahrscheinlich keiner. Und ist hier durch diese kaputte Wand einfach reingeschlichen und hat sich gedacht, oh mein Gott, ein Bett, sie war so müde und schläft jetzt noch. Und ihr seht, sie kriegt auch langsam Hunger. Ich habe Alessia auch ein bisschen die Klamotten angepasst, also ich habe ihr ein bisschen Kleidung verpasst, die zu dem Ganzen passt, also viele übergroße Pullis, so dass man sagen könnte, sie hat vielleicht die Pullis irgendwo aus einer Altkleidersammlung gezogen und das sind natürlich nicht ihre Größen, das sind zum Teil Männerpullis, die sie dann einfach irgendwie sich halt rüberschmeißt. Hauptsache, sie hat was zum Anziehen, weil ich zum einen wollte, dass sie zum Gameplay besser passt von den Klamotten her und auch, dass sie einfach neu aussieht für uns, weil wir sie ja von der Black Widow Challenge kennen. Ich habe auch schon so ein bisschen geguckt. Wir können ja hier so gut wie nichts benutzen. Wir sind ja abseits des Netzes. Wir können noch mal kurz einen Blick auf... Wir haben Abendrot und wir haben abseits des Netzes gruselige Krabbeltiere, rustikales Leben und wildes Präriegras. Und genau, wir dürfen Abendrot haben. Was hieß es, dürften wir noch haben? Abendrot, Frischluft und heimisch. Also wir können uns Frischluft noch geben, weil Frischluft sportlich ist gut für Sport. Wie passend, dass es regnet. Genau, ich habe bewusst jetzt gestartet im Herbst, damit es zu uns passt, einfach weil wir jetzt auch im Herbst sind. Und jetzt geht hier die Sonne auf. Ich lasse sie jetzt mal aufstehen. Sie geht jetzt hier raus. Ach, wie gut, dass sie einen Regenschirm dabei hat. Und hat sie das angeguckt und hat sie gedacht, oh wow. Ja, das ist schön. Vielleicht kann sie... hier raus, aus dieser Ranch, ihr neues Zuhause machen. Alessia ist ganz frisch junge Erwachsene geworden, denn wir haben sie aus dem Gameplay der Black Widow ausscheiden lassen. Da war sie noch Teenager. Das heißt, sie hat quasi ihren Geburtstag gar nicht gefeiert. Sie ist einfach älter geworden. Sie hatte niemanden, sie war alleine, sie war am Weglaufen. Sie hat gar keine Gedanken drüber gemacht, dass sie jetzt 20 ist. Und sie kommt als erstes auf die Idee, die Pflanzen zum Wachsen zu ermutigen. Oh mein Gott, Girl. Das ist irgendwie total süß. Das Erste, was ihr einfällt, ich ermutige mal die Pflanzen zu wachsen. Also ich hätte gesagt, wir nutzen halt jetzt auch alles, was wir auf der Ranch finden, so wie wir können. Wenn jetzt hier die Felder, wenn halt was drauf ist, dann nutzen wir es. Wenn es so wie hier noch verschmutzt ist, dann können wir es nicht nutzen. Also dann kann ich da halt nichts machen. Aber zum Beispiel die Chrysanthemen, wenn ich sie habe, dann würde ich sagen, kann ich sie verkaufen. Oder wenn hier wächst ein Kürbis, wenn ich den habe, dann würde ich auch sagen, kann ich ihn essen. Seid ihr dabei, wenn wir das so machen. Nutzen, was wir können und was wir haben, um irgendwie zurechtzukommen. Das ist gut. Okay, was macht sie jetzt? Jetzt wärmt sie sich erstmal am Lagerfeuer draußen. Sie ist richtig smart. Also Alessia kommt schon auf ziemlich gute Ideen. Ganz alleine. Weil es ist ja kalt draußen. Heute Herbst, kalt und Regen. Sie friert noch nicht so. Oh man, Gitarre spielen, das wäre natürlich auch mega. Sie könnte ja auch was grillen, Marshmallows. Aber wir haben doch gar keine Marshmallows. Und witzig ist, sie ist halt auch glücklich. Gemütliches Lagerfeuer. Frische Luft. Und es ist sauber. Naja, das ist es zwar eigentlich nicht. Wir müssen uns als erstes mal darum kümmern, dass sie was zu essen bekommt. Und wisst ihr was? Hier ist ja alles verwaist. Hier haben mal Hühner und Kühe gelebt und hier ist auch ein Gewächshaus. Aber ich sehe schon, wir haben Apfelbäume auf dieser Ranch gefunden. Die sind zum Teil jetzt geblüht und zwei stehen sogar in einem Gewächshaus, was noch gut in Schuss ist. Das heißt, die würden wahrscheinlich auch im Winter überleben. Ja, und wieder einpflanzen. Celine, du sagst es genau. Wir müssen jetzt wirtschaften.
Also das muss jetzt alles smart sein. Jetzt ist nichts mit einfach hier verballern. Und schau mal, hier liegt auch schon ein Apfel. Den kann sie gleich mal essen. Sie war gerade im Wasser, gell? Ich liebe es, dass hier so viel Unrat und Müll rumliegt und alles ist so trashig und so kaputt. Genau so, wie wir uns das vorgestellt haben. Beziehungsweise wir können ja nochmal einen Blick auf die Ranch werfen. Also die Ranch, mit der wir spielen, ist hier von Annie, die verlassene Ranch. Und ihr findet unter Hashtag Simsabine Ranch Reno, findet ihr 4 grandiose Ranches, mit denen ihr spielen könnt, die extra für die Anforderungen für diese Challenge eben gemacht sind. Und Annies Ranch hat die Community ausgesucht, könnt ihr euch runterladen, hat alles, was wir brauchen und ist quasi für unser Gameplay jetzt die Ranch. Und wir können einmal noch mal kurz einen Blick reinwerfen. Wir haben hier das Gewächshaus. Hier fehlen zum Teil einfach Wände, das müssen wir dann erneuern. Und alles, was eben schon drin ist, dürfen wir verwenden. Hier hinten sind die Stallungen für Kühe und für die Hühner. Und hier, wenn man runtergeht, ist auch der Weinkeller, beziehungsweise der Nektarherstellungsbereich. Der ist natürlich ausgeräumt. Die Vorgänger haben den leergeräumt und alles mitgenommen. Aber hier wird später Alessia unten den Weinkeller machen. Hier ist auch eine Werkbank, sodass sie sich ein bisschen helfen kann und ein paar Sachen herstellen kann, ihre Fähigkeiten erweitern. Hier ist Platz für eine Pferdekoppel. Wir haben hier hinten sogar ein Hasenhaus. Eben ein Feuer, was sich jetzt schon als sehr wichtig herausgestellt hat, damit sie sich auch mal wärmen kann. Eine Bienenkiste. Wir haben hier sogar einen Teich, in dem sie angeln kann. Und ein Schwimmteich, also wo wir auch drin baden können, ein Pool. Eine schöne Brücke, die wir renovieren können. Und ich sehe jetzt schon, wie schön das sein kann, wenn wir das dann renoviert haben. Hier ist nochmal ein kleiner Bereich, wo wir dann entweder Hühner oder, weiß nicht, irgendwelche Tiere vielleicht tun können. Und hier werden die Pferde sein. Also hier ist Platz für 2 Pferde auf alle Fälle und auch ein bisschen Stauraum. Hier ist unser Außenbereich, unser Garten, den wir eben dann nutzen, wenn es frei ist. Ein paar Sachen sind hier schon angepflanzt und die werden wir nutzen, um unsere ersten Simoleons zu scheffeln und ein bisschen was zu essen zu haben oder wieder anzupflanzen. Aber die Sachen, die quasi hier besetzt sind, weil sie noch verschmutzt sind, die dürfen wir erst dann nutzen, wenn wir soweit sind, dass wir den Außenbereich renovieren dürfen. Das Haus selbst, man sieht noch, wo die Vorbesitzer was hinterlassen haben. Hier die Küche, es ist zwar ein Ofen da, aber er funktioniert nicht, weil wir eben keinen Strom und kein Wasser haben. Hier ist das Schlafzimmer mit dem Bett, in dem sich Alessia hingerettet hat. Ein Badezimmer mit einer zum Glück funktionierenden Toilette. Kinderzimmer, Wohnzimmer, Gästezimmer oder Büro, beziehungsweise einfach Räume, aus denen Alessia was machen kann, wenn sie sich traut, wenn sie soweit ist, wenn das Geld dafür da ist. Vor allem, ich bin gespannt, wen Alessia auf ihrem Lebensweg hier so treffen wird. Auf wen wird sie treffen? Es werden bestimmt nicht alle Leute gut zu ihr sein, denn irgendwem hat ja das jedes Mal gehört. Wisst ihr, was ich meine? Okay, wir ernten mal Äpfel ernten. Ich ernte mal nur diese Äpfel, weil ich glaube, wir müssen uns davon erstmal ernähren. Bin ich ehrlich, das wird das erste sein. Gott sei Dank haben wir mehr. Es gibt 10 Äpfel pro Baum. Oh nein, was hat sie? Die Rache der Natur? Was? Weil geerntetes Obst oder Gemüse gegessen hat? Alessia fühlte sich großartig, als sie stolz ihre eigenen Erzeugnisse erntete. Naja, okay, nicht ganz. Dezimiert und verschlungen sagte das Obst und Gemüse in einem letzten Aufbäumen den Gedärmen von Alessia den Kampf an. Hoffentlich hat sie es geschafft, ihre Toilette abseits des Netzes am Laufen zu bringen. Was? Wir haben uns noch nicht darum gekümmert, ob die Toilette läuft. Und das ist übel. Ich glaube, wir müssen die ganze erste Ernte wegschmeißen. Also ich befürchte, dadurch, dass die Bäume so lange ohne Hilfe oder was sagen wir mal rumgestanden sind, dass die verdorben sind und Alessia hat jetzt sich einen Apfel reingezogen, aber das war auch der am Boden. Vielleicht war es blöd, den Apfel vom Boden zu essen und nicht den vom Baum. Ich habe ja den am Boden genommen. Sie isst jetzt mal noch den vom Baum. Oh Gott, und schon setzte dünn Pfiff ein. Oh mein Gott, Alessia, ich hoffe für dich, dass die Toilette geht. Kannst du sie verwenden? Oh. Nicht betrunken, nein, sondern die Äpfel waren faul. Ich glaube, den Apfel, den sie gegessen hat, der war faul. Oha. Oh Gott. Das ist natürlich ein toller Start. Ein toller Start ins neue Leben. Erst von den fauligen Apfel essen. Aber gut, wir haben ja gesagt, es ist alles ranzig.
Ich hoffe, die Toilette geht. Aber gut, da steht jetzt mal ein Eimer drunter. Ja, sie konnte spülen. Ihr ist immer noch schlecht, wenn ich jetzt... Ach so, man kann auch wassersparend spülen. Ja, auf sowas sollte ich vielleicht jetzt auch achten. Aber es geht ihr wieder gut. Aber warte mal, Alessia, du kannst nicht einfach was... Sie will was pflanzen? Warte mal. Jetzt macht sie sich doch ein Marshmallow. Ja. Girl. Okay, Girl, das war so nicht geplant. Iss doch nochmal ein Apfel. Hasi! Oh mein Gott, bist du süß! Es ist ein Glückshasi! Oder, wenn Katzen drei Farben hat, sind es Glückskatzen? Ich frag mal, wie die Hasen unter der Erde so vorankommen. Oh mein Gott, wie cute! Und er so, nee, Mann, gar keinen Bock auf dich. Okay, Colonel Wild West Jr. ruft uns an. Warst du schon im Black Spire Außenposten? Ich habe gehört, das ist ein Abenteuer. Aber wir dürfen nicht ans Handy gehen. Deswegen wird das weggedrückt. Aber wir dürfen nicht ans Telefon gehen, weil wir kein Netz haben. Es wird trotzdem klingeln. Warte mal, kann ich das nicht lautlos stellen? Lautlos. So. Dann klingelt es vielleicht nicht mehr. Dann ist es besser. Ich würde ihn gerne streicheln, aber ich glaube nicht, dass er mich schon streicheln lässt. Ich mache mal einen Witz über die Waldmurmeltierschlacht. Oh mein Gott, wie süß, wir sind direkt verspielt. Aber er mag uns eigentlich nicht. Girl, ich schwöre, sie cheatet mit ihren, ihren Marshmallows. Okay, Girl. Komm, wir müssen ein bisschen vorbereiten hier. Dann ernte doch hier auch mal alles ernten. Ich lasse sie mal alles ernten, damit wir ein paar Sachen in der Hosentasche haben. Damit sie dann auch was vielleicht mal kochen kann. Sie ist so hübsch, ja, finde ich auch. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen mit ihr weiterspielen. Das hätte ich nicht gepackt, diese Simmin einfach stehen zu lassen. Dafür war sie. Sie ist ja ein NPC-Kind, wenn du so willst. Wir haben sie zwar beim Bachelor gezeugt mit von mir erstellten Sims, aber ich habe die schwangere Simmin ausziehen lassen und dann haben wir sie nicht mehr gesehen und plötzlich kam ihre Mutter um die Ecke und da war sie dann schon Kleinkind oder Kind, glaube ich. Und dann hat Carol sie ja zu sich genommen. Jetzt muss ich schon wieder aufs Klo. Also wir haben uns echt den Magen verdorben. Wir haben immer noch 0 Simoleons, Leute. Und diese Ranch wird ja auch was kosten. Oder sollen wir, wenn Rechnungen reinkommen, sollen wir die quasi ignorieren? Oder sollen wir die auch noch irgendwie versuchen zu tragen? Weil das ist halt ein, ich glaube, 64 auf 64 Grundstück. Und das wird übelst teure Grundstücksrechnung haben. Kann ich das nicht irgendwo sehen? Da, Rechnungsinfo. Grundstücksteuer sind 1.183, basierend auf dem Wert aller Objekte auf dem Grundstück. Die Ranch ist verlassen, deswegen keine Rechnung. Weil dann mache ich hier Speichern, Wasser und Strom speichern wir, damit wir es dann halt auch wiederverwenden können. Und der Cheat, damit der Haushalt keine Rechnungen bekommt, heißt household.autopay-bills-false. Schauen wir mal, ob das so funktioniert mit dem. Weil dieses Grundstück ja eben verlassen ist und keiner weiß, dass sie dort lebt und dass sie was verlebt, also wird sie auch keine Grundstückssteuern zahlen. Mir tut's voll leid, dass sie jetzt direkt hier Bauchschmerzen hat. Sie ist jetzt noch voll müde und möchte ein bisschen schlafen, aber dafür haben wir gerade ehrlicherweise gar keine Zeit, Girl. Ach, wir haben natürlich auch keinen Dünger für unsere Früchte. Kann ich da was machen? Bewässern geht auch nicht. Die Pflanze braucht kein Wasser. Okay, wir haben ja hier die Blumen, oder? Die Chrysanthemenpflanzen. Die haben Sommer und Herbst. Jetzt ist Herbst. Das ist ganz gut. Ich würde sagen, wir verkaufen einfach mal alles. Dann haben wir wenigstens schon mal 45 Simoleons heute eingenommen. Ach, wir haben ja hier auch Präriegras. Kann ich das... Was ist eigentlich, wenn ich das ernte? Muss mal gucken. Vielleicht kann ich es verkaufen oder irgendwas anderes damit machen. Ach, jede Pflanze gibt 45 Simoleons? Ich dachte... Alle Pflanzen geben insgesamt 45 Simoleons. Wow, die ist lukrativ, die Pflanze. Aber wir müssen ja auch was zu essen machen. Lasst uns mal kurz einen Abstecher ins Weltenverwalten machen. Dann zeige ich euch, was ich da eingerichtet habe. Ich meine, so Sachen wie jetzt die Blumen, die hat sie ja jetzt direkt verkauft. Also das war ja über Verkauf, also alles verkaufen, zack, 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 ist das Geld reingekommen. Aber hier zum Beispiel ist dieser Community Space und da habe ich eben ja auch einen Markt und so reingepackt. Und da kann sie auch ein paar Sachen erledigen, die sie vielleicht zu Hause nicht schafft oder auf der Ranch halt nicht machen kann. Da sind, glaube ich, ist auch ein, ich glaube, da steht halt eben auch ein Laptop und ein paar
Verarbeitungssachen. So dieses typische Community-Space, wenn du halt gar nicht zurechtkommst, wenn sie vielleicht mal irgendwie zum Duschen oder so hin muss. Aber dieses Slot verändert sich ja. Das verändert sich je nachdem, glaube ich, was gerade als Abstimmung läuft. Hier ist unsere Ranch. Und hier oben sind zum Beispiel, da sind so ein bisschen die Reicheren. Die Wild Wests zum Beispiel. Die Brooks habe ich da hingesetzt. Ich habe auch das komplett alles ersetzt. Ich habe das Eichenfass, die Bar ersetzt. Hier ein Wohngrundstück draus gemacht. Die Dukes Halle habe ich ersetzt mit was Neuem. Und hier ist ein Rusty Ross Horse Show Nachtclub, sodass sie ein paar Sachen einfach erleben kann und es nicht immer ein und das Gleiche ist. Und da, ich würde sagen, wenn wir da mal verkaufen, dann schauen wir, dass wir im Hanford Community Space vielleicht was machen können. So, ich weiß gar nicht, was ich mit dem Präriegras anfangen kann. Und guck mal, sie hat einfach schon wieder Hunger. Girl, Apfel. Präriegras. Und was kann ich damit machen? Wie aufregend. Alessia hat beim Durchsuchen des Präriegras eine Entdeckung gemacht. Spinat. Nice. Ich habe einen Spinat gefunden. Mal gucken, ob ich Platz habe, den irgendwo anzubauen. Wisst ihr was? Ich entwurzle dafür diese Pflanze und stecke dafür statt der den Spinat rein. Weil ich glaube, es ist gerade wichtiger, dass wir Dinge anbauen, die wir essen können, anstatt Dinge, die wir verkaufen können. Weil es bringt eigentlich nicht besonders viel im Moment, Geld zu haben, weil ich keinen funktionierenden Ofen habe. Hey. Oh Mist, hey, jetzt gräbt sie da. Ich habe den Spinat unter das Ding gelegt. Oh, oh, okay. Ich habe zwei Tuning-Teile gefunden und meinen Spinat. Da, den pflanze ich jetzt. War nicht im Wintergarten Platz? Oh, zu spät. Spinat ist eine Winterpflanze, glaube ich. Oh, ups. Die Pflanze Spinat konnte nicht keimen. Stelle sie an Ort, an dem sie mehr Platz hat. Da, Pflanzen. Ich weiß auch, ehrlich gesagt, noch gar nicht, wie wir das bewerkstelligen wollen, dass wir hier Strom bekommen. Ich habe noch nie abseits des Netzes gespielt. Ich bin wirklich lost. Ich weiß überhaupt nicht, wie es ist, ohne Wasser und ohne Strom zurechtzukommen. Sie konnte ihn zumindest jetzt mal hinpacken. Weil wir haben zwar einen Herd, aber wir können ihn nicht benutzen. Vielleicht ist er auch nicht zugänglich, sag ich mal. Aber wir können, ja gut, wir können zwar Fische fangen, aber wenn ich sie, oder kann ich den vielleicht dann grillen? Oh, das wird ein langer Weg, ich sag's euch. Wir können Wasser sammeln. Fügt eine kleine Menge Wasser zu der Wasserreserve deines Haushalts hinzu. Okay, Alessia, komm, mach mal. Stimmt, wir haben ja eigentlich Wasser vor der Haustür. Damit können wir wenigstens die Toilette spülen. Wir haben einen Wasserüberschuss. Das wäre jetzt natürlich gut, aber wir können halt auch nicht duschen, weil wir keine Dusche haben. Im Regen duschen! Dieser Apfel macht uns überhaupt nicht satt. Eigentlich voll gut, dass es gerade regnet. Können wir uns kurz duschen? Es wird nicht leicht, aber damit bin ich fein. So, darum geht's. Wir dürfen das Badezimmer ja erst renovieren, wenn wir die ersten 1000 Simoleons haben. Nice, jetzt sind wir sauber. Und jetzt zieht sie sich, weiß ich nicht, 5 Äpfel rein, in der Hoffnung, dass wir irgendwann auch mal satt werden. Komm, ist noch ein Girl. Wie sieht's aus? Geht's dem Magen besser? Ja, wir haben wirklich nur den einen schlechten Apfel da erwischt. Das war der, den wir am Boden genommen haben. Mich würde interessieren, wenn wir jetzt einen Fisch, wenn wir angeln. Wir angeln uns jetzt mal, also ich weiß ja nicht, ob sie einen Fisch angeln kann. Wir wissen ja nicht, ob sie es hinkriegt oder wie schlau die Fische hier sind. Aber wenn wir einen Fisch haben, dann können wir mal versuchen, ob wir es vielleicht über dem Feuer grillen können. Aber ansonsten wird sie mit einem rohen Fisch auch nichts anfangen können. Oh, sie muss schon wieder auf Toilette. Den Impuls nutzen. Alessia steckt all die Energie in die aktuelle Situation. Irgendwann geht die Energie aber aus. Okay, sie ist einfach total müde schon. Energielos. Ich verstehe es. Okay, sie ist ja auch weit gelaufen. Dass sie Angeln nicht mag. Alessia kann den glitschigen, schuppigen Dingern einfach nichts abgewinnen. Soll sie der Tatsache ins Auge sehen, dass sie Angeln nicht mag? Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Sie wird es machen müssen. Schreibt mal in den Chat, was sollen wir drücken? Ja oder nein? Leute, die Community hat entschieden, wir nehmen es an, dass sie jetzt gerade sagt, boah, sie findet es voll eklig. Aber auch sie wird lernen, dass man, um zu überleben, Dinge tun muss, auf die man vielleicht keinen Bock hat, die man nicht mag. Oh, es tut mir so leid, dass sie sich den Magen verdorben hat. Nein, du bist vor der Toilette. Girl, wir haben doch keine Badewanne. Scheiß. Girl, nein. Und jetzt hat aufgehört zu regnen. Aufgehört zu regnen. Das hat sie ganz toll gemacht. Das hat sie ganz toll gemacht. Sie hat sich eingenässt, vor der Toilette stehend. Und jetzt regnet es nicht mehr, sodass ich sie nicht duschen kann.
Und jetzt geht sie stinkend ins Bett. Okay, wow. Ach, Alessia, jetzt regnet's. Alessia, es regnet, steh auf. Alessia, steh auf, es regnet. Du musst kurz im Regen duschen. Schnell. Um 22.15 Uhr. Sie muss schnell raus. Alessia, schnell raus und dusch dich im Regen. Das Gute ist, es sieht halt auch keiner. Ist ja keiner da. Hey, ist euch aufgefallen, dass halt auch kein Nachbar vorbeigekommen ist und uns einen Obstkuchen gebracht hat? Hätte ja auch mal jemand nett sein können, oder? Da brauche ich echt was zu essen und da kommen die mal nicht mit ihrem blöden Kuchen um die Ecke. Sie weint auch schon ein bisschen. Nicht weinen, Alessia. Aber hey, sei froh, dass es regnet und wir duschen können. Was hätten wir sonst mit dir angestellt? Sehr gut. Und weil sie wieder ein bisschen Hunger hat, kann sie sich nochmal 3 Äpfel gönnen und dann schlafen gehen. Wie sie sich auch noch vor sich selbst schämt. Der ganze Luxus, den sie gewöhnt war. Genau. Und da geht die Sonne unter und es wird wieder kalt und neblig über der Ranch von Alessia. Leute, das war die erste Folge unserer Ranch Renovation Challenge und wir haben jetzt schon einiges mit Alessia erlebt. Wir wissen, dass wir nicht einfach jeden Apfel essen können. Wenn die am Boden liegen, sind die möglicherweise schlecht, was dazu geführt hat, dass sie jetzt schon Magenprobleme hat und sich schon eingenässt hat. Und wir haben keine Dusche. Gott sei Dank regnet es. Das rettet Alessia gerade so ein bisschen alles. Und wir haben zum Glück schon die ersten Simoleons gemacht, weil wir ein paar Pflanzen gefunden haben, die wir verkaufen können. Es ist nicht leicht, aber aller Anfang ist schwer. Wir werden weiter erkunden, wie es weitergeht mit Alessia und mit der Ranch. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Lass mir gerne ein Abo da, dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away.